das allererste Teil. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade eben schon geduscht und heute ist mal verkehrte Welt, weil Alex macht ein Workout. Morgen. Und ich mache keins. Wieso verkehrte Welt? Es hört sich an, als ob ich so Unverlümmelt sagen bin, der nicht was aber macht. Gestern habe ich gestorried, wie du auf der Couch saß, während ich Sport gemacht habe. Konntet ihr jetzt vielleicht nicht wissen. Egal. Auf jeden Fall, nee, Alex ist kein Lümmelsack, sondern der macht jetzt Sport. Und ich bin erst morgen wieder dran, weil ich gerade wieder mal das Po-Programm mache von Fitness Blender. Also immer noch. Ich habe immer mal wieder Pausen gemacht. Genau. Und da ist immer Montag, Mittwoch, Freitag bei mir Sport. So, und ich mache uns... Achso, nee, brauche ich uns gar kein Frühstück machen, gell? Doch! Doch! Ich könnte uns schon mal irgendwie ein Müsli machen oder sowas. Ja. Lust? Ja. Gut. Kleines Update von der Hornfront. Sie sind immer noch am Start. Ich dachte mir, ich könnte euch im nächsten Vlog damit überraschen, dass sie weg sind. Sind sie nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ja am Sonntag im Kino waren und unglaublich viele Süßigkeiten gegessen haben. Also wir hatten so saure Dinger und Popcorn. Wir haben nämlich extra gefragt und die machen ihr Popcorn nicht in Butter, sondern in Pflanzenöl. Und das war ziemlich zuckerlastig. Die Hörner haben sich gefreut über diese Zuckernahrung. Ich mich eigentlich nicht. Guckt euch den kleinen Eisbär mal an. Mine! Psst, psst. Hallo! Da können jetzt so richtig die Schneeverwehungen vor ihm liegen oder sowas. Ja, gell? Er sieht aus, als hätte er gar keine Füße. Er ist einfach nur so ein Blob. Mit Ohren. Die Blumenkästen stehen nämlich gerade hier, anstatt hier, weil es geregnet hat und wir nicht wollten, dass sie so viel Regen abbekommen. Beziehungsweise es hat, glaube ich, gar nicht geregnet. Oder hat es geregnet? Ja. Weiß ich gar nicht. Naja, also auf jeden Fall... Geht's denen hier gut? Jetzt könnte ich mal hier die Gärtner-Action machen. Guckt euch einfach mal die fetten Stiele schon an. Kann man gar nicht sehen. Wo ist er denn? Wo ist er das Ende überhaupt von der Tomate? Naja, also auf jeden Fall wächst und gedeiht prächtig. Und die dominante Petersilie, die den Salbei rausgemobbt hat. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Genau. Ja, die Salate wachsen auch. Und hier haben wir auch einen ganzen Topf voll Salat. Also... Dem geht es allen super. Und mein Mohn hat zum ersten Mal eine rote Blüte bekommen. Finde ich auch richtig schön. Dem geht es auch gut. Ich würde sagen, es geht allen gut, gell? Da unten wächst noch eine Gurke. Kleines Gärtner-Update. Und nach dem Sport erstmal ein gutes Mahl. Danke fürs Frühstück. Gerne doch. Übrigens wollte ich mal was zeigen. Wir haben diese Milch, die ist jetzt leer, gekauft gehabt. Ich dachte mir so, oh, sieht voll interessant aus. Im Müsli auch voll gut, aber ihr wisst ja, ich trinke meinen Schwarztee immer mit Milch. Das sah nicht so geil. Also ich bin echt nicht picky eigentlich. Aber puh, der Kokosdrink im Schwarztee war zäh. Also da mag ich Hafer, Mandel und Soja mehr. Und Cashew soll richtig geil sein, hat mir meine Schwester erzählt. Dass Cashew-Milch wohl am meisten wie normale Milch schmeckt. Das werden wir auch mal auschecken. Aber die ist, glaube ich, nur beim... DM oder im Biomarkt oder so. Habt ihr sonst noch nicht gesehen, auf jeden Fall. Jetzt schnell Futterung, denn ich gehe jetzt gleich hin. Ja, wir müssen heute nochmal ein bisschen Bretterzeug machen und so, weil wir sind am Wochenende auf einer Veranstaltung an der Ostsee oder Nordsee, glaube ich. Heiligenhafen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Ostsee oder Nordsee ist. Ja, ihr wisst bestimmt, wo es ist. Auf jeden Fall gehen wir da hin und da müssen wir drei so... Podeste müssen wir noch bauen, wo wir drauf brettern können und wo sich die Leute festhalten können, damit man das ausprobieren kann und so. Ja. So,
So, außen leise. Ich bin jetzt angekommen hier unten. Eigentlich wollte ich ja mit dem Fahrrad fahren, aber wir müssen heute noch ein Schweißgerät abholen, weil wir da was schweißen wollen. Das ist richtig aufregend. Ich habe schon seit Neuseeland nicht mehr geschweißt. Da habe ich ja so ein bisschen geschweißt. Da musste ich ja so ein Geländer schweißen und sowas. Ich glaube, ich habe das damals auch im Vlog gezeigt. Und auf jeden Fall holen wir uns ab und deshalb brauchen wir das Auto, damit es da reinpasst und so. Das hätte ich schwierig mit dem Fahrrad transportieren können. Sonst hätte ich voll Bock gehabt, mit dem Fahrrad zu fahren. Obwohl es halt, glaube ich, regnet. Also es hat schon vorhin so ein bisschen genieselt. Aber das wäre egal gewesen. So mit dem neuen Fahrrad hätte ich jetzt richtig Bock gehabt, eine kleine Radtour zu machen. Hallo von der Bachelorarbeitsfront. Ich mache jetzt mal eine Pause. Es ist jetzt schon 2:30 und ich sitze da schon seit um 9. Hä? Echt? Oh Gott. Wow. Und ich bin echt eigentlich gut vorangekommen. Ich habe mega viel gelesen. Also ich bin eigentlich auch noch viel am Lesen. Toll. Aber das gehört eben auch dazu. Und es ist eigentlich echt richtig interessant. Und ich kann euch empfehlen, also wenn ihr so eine Arbeit über Influencer-Marketing zum Beispiel schreibt oder auch einfach nur, wenn es euch so interessiert, das ist ein sehr interessantes Buch. Look at it now. Yay. Krass. Wird das gespiegelt? Oder nicht? Naja, also auf jeden Fall von Marlies Janke, Influencer Marketing. Das ist ein Buch mit, von, also sie ist die Herausgeberin. Wow, ihr merkt, mein Hirn ist schon ein bisschen mus, ich muss eine Pause machen. Und da sind eben unterschiedliche Autoren drin. So, das wollte ich sagen. Und ich finde, das ist ganz cool aufbereitet, weil das ist so ein Themengebiet, über was es noch nicht so viel Literatur gibt. Also man findet ganz viele Blogs und ganz viele Online-Artikel und so weiter und da muss man immer ein bisschen gucken, was davon kann man denn verwenden und da ist es ganz cool, auch mal ein Buch zu haben. Natürlich sind auch da viele Sekundärquellen jetzt sozusagen, das ist eine Sekundärquelle, also mein Hirn funktioniert echt gerade gar nicht mehr. Man muss dann so ein bisschen natürlich in den Quellen gucken, wen haben die wiederum als Quelle benutzt und so. Aber, ne, falls ihr ein Buch braucht, das ist eine Empfehlung. Now we walk into the kitchen to have a location wechsel and not always be in the Schreibtisch. Und ich habe außerdem gerade was gelernt. Und zwar heißt es tatsächlich das Hashtag. Und das hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht, weil ich echt dachte, das kann nicht sein, das ist der Hashtag. Also, ich meine, ich weiß, das ist ein Anglizismus und deswegen werden die oft neutral behandelt, glaube ich zumindest. Und es sind oft Neutren. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Neutrum? Neutren? Keine Ahnung. Aber dass es das Hashtag ist, habe ich jetzt irgendwie gerade doch nicht erwartet. Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie so viele Gedanken drüber gemacht. Auf jeden Fall das Hashtag. Jetzt wisst ihr auch alle Bescheid. Und draußen pisst's ohne Ende. Der ganze Himmel ist eine graue Fläche. Heute wahrlich keine kulinarische Köstlichkeit. Ich habe mir eine Tütensuppe gemacht und dazu noch ein bisschen Quinoa. Ich habe das neulich so ein bisschen für mich entdeckt, einfach so Quinoa oder Couscous in eine Schüssel und dann so eine Suppe drüber zu kippen. Also halt nicht so viel von der Suppe, nicht alles natürlich, sondern eben ein bisschen und dann die restliche Suppe so essen oder so. Und je nachdem, was man eben da hat, kann man es dann noch damit verfeinern. Nicht so spannend, aber macht satt, hoffe ich ja mal. Jetzt sind wir gerade noch bei so einem Flaschenhändler und haben uns diese Flasche hier gekauft. Und hier haben wir ganz viel verschiedenes Zeug zum Schweißen, um die Geländer zu schweißen. Und dieses Teil war im Angebot. Eigentlich wollten wir uns nicht so ein etwas preiswerteres holen, aber das war im Angebot. Und da wir echt nicht viel schweißen, jetzt ab und zu vielleicht mal, dann tut es uns auch dieses billigere Schweißgerät. Extra Handschuhe noch und hier halt irgendwie so Trennscheiben für die Flex, damit wir alles abtrennen können. Und das ist für zinktes, glaube ich, Stahlwasserrohr und da müssen wir halt richtig schön alles mit einer sogenannten Schrubbschleibe abschrubben, dass da das richtige Stahl rauskommt und nicht die Verzinkung quasi, beziehungsweise Verzinnung geschweißt wird. Also wenn es irgendwelche Leute gibt, die sich da richtig auskennen, dann dürft ihr mich sehr gerne verbessern. Ich habe nämlich echt nicht so viel Ahnung, habe es nur ein paar Mal bei Hutamaki damals in Neuseeland gemacht und habe davon aber nicht so viel Ahnung. Ich kann ein bisschen schweißen, weiß, wie es funktioniert, aber wie die Technik jetzt und wie genau, was man wie zusammenschweißt, bin ich nicht so der Experte. Jetzt hol ich mal unser Fläschchen und dann freue ich mich drauf, jetzt mal wieder das auszuprobieren nach Jahren. Und hier ist unser geiles Teil. Wir haben schon die erste Testschweißnaht gemacht, hat richtig gut funktioniert. Und jetzt werden wir mit der Flex hier die Beschichtung ein bisschen wegflexen und hier auch ein bisschen wegflexen. Und dann wird das aneinander geflext und dann kommen nachher noch so Querverstrebungen hier ran. Und dann kann man das nachher seitlich an so eine Palette schrauben. Ah ja, genau, hier. An die weißen Paletten wird das seitlich hingeschraubt.
Und dann ist quasi das Geländer da nach oben, damit man sich festhalten kann beim Brettern. Okay, ich darf jetzt nicht hingucken, aber ihr könnt mit der Kamera hingucken. Okay, warte, du darfst. Alles klar. Über die Kamera kann ich richtig reinsneaken. Und? Katastrophal. Ich bin jetzt am Kochen. Meine Computer-Session war heute sehr erfolgreich. Und ich bin zufrieden und habe nämlich dann mit Schrecken festgestellt, dass es schon ungefähr kurz vor 7 war und ich immer noch am Computer saß. Deswegen dachte ich mir, ich fange schon mal an zu kochen. Es gibt heute einfach Nudeln. Wir haben so Spinatnudeln gekauft. Finde ich, sehen eigentlich auch ganz nice aus. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Ich weiß nicht, warum die da immer draufschreiben, lecker zu Parmaschinken, Paprika, Thymianöl. Und hier hinten steht das auch noch. Ich will das nicht mit eurem blöden Parmaschinken essen. Naja, also auf jeden Fall die. Und dazu gibt es einfach Auberginepilze, Zucchini. Und jetzt dachte ich mir, da muss ich aber erstmal Alex fragen, ob er da drauf Bock hat oder ob ihm das zu verrückt ist, dass wir einfach diese Tomatensauce hier nehmen, die bei der Pizza dabei war. Müssen wir doch eigentlich ganz normal machen können, oder? Tomatensauce? Das ist einfach Tomatensauce. Sehe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Aber sicher ist sicher, ne? Ich möchte ja nicht nichts Ekliges kochen. Und dann kippe ich die vielleicht einfach dazu und dann ist das schnelle Essen. Ich bin wieder hier. Ich konnte leider nicht so viel zeigen, weil wir komplett dreckig waren und dann wollte ich die Kamera nicht raus und so. Ja, aber ihr habt ja ein bisschen gesehen, wie wir fleißig geschweißt haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Jetzt gibt's Essen. Es ist auch schon wieder 8 Uhr. Es hat echt heute irgendwie ewig gedauert alles. Ja. Ja, 8 Uhr. Nee, bei mir. Ja, es geht schon. Ja. Genau. Bon Appetit. Bon Appetit. Guten Morgen, Leute. Ich habe gerade schon ein Workout gemacht und heute war kein HIIT-Workout oder so, deswegen bin ich jetzt nicht rot oder verschwitzt, sondern es war Krafttraining und meine Beine sind Pudding. Ich habe nämlich versucht, immer so viel Gewicht zu nehmen wie Kelly. Ich glaube, einmal hatte ich sogar mehr Gewicht als sie. Mission accomplished. Ja, ansonsten lifte ich nämlich nie so schwer wie sie. Zumindest meistens nicht. Ich gehe jetzt duschen und ich wollte euch eine neue Haarbutter zeigen, die ich mir gekauft habe. Falls euch interessiert. Ich dachte mir nämlich, jetzt da ich ja meine Haare gefärbt habe, also sie sind ja ein bisschen heller geworden, ist es nicht schlecht, wenn die auch ein bisschen Pflege kriegen. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein Silbershampoo besorgen. Gibt es auch veganes Silbershampoo? Kennt ihr da ein cooles? Könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren mal da lassen. Weil ich möchte nicht, dass sie wieder so gelb-gold werden. Ich möchte, dass es kühl bleibt. Auf jeden Fall habe ich von Alverde diese Repair-Haarbutter. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich habe noch nicht mal dran gerochen. Ich habe noch nicht den Deckel aufgemacht. Machen wir jetzt gleich alles. Die gibt man nämlich ins trockene Haar vor der Haarwäsche und lässt 5 bis 10 Minuten einwirken. Und dann spült man es einfach aus. Und ich mag sowas. Auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber mir gefällt sowas gut. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und kleine Horn-Appreciation. Das ist flach geworden. Ich habe euch nämlich gestern auf Insta-Story gefragt, was so eure Tipps sind. Und ich habe auch einige der Tipps in meiner Insta-Story aufgelistet. Viele haben gesagt, Teebaumöl, Zink, Salbe, Brennnesseltee, Kamillentee und eben auch krassere Salben. Auch so Organic-Masken und sowas waren dabei. Also viele coole Sachen. Vielen Dank dafür. Und irgendjemand hatte aber auch, oder ein paar Leute haben gesagt, Backpulver mit Wasser anmischen und das auf die Pickel auftragen. Andere wiederum haben gesagt, ja, solche Sachen sind viel zu austrocknend. Ich dachte mir so, Effit, ich probiere das jetzt aus. Und ich habe mir Backpulverpaste auf den und auf den geschmiert. Und hier oben, der ist komplett verschwunden, den sieht man ja fast nicht mal mehr. Und hier auch hin, gut, hier ist natürlich noch sichtbar. Aber die Hörner sind komplett abgeschwollen. Das hat so richtig eklig gekitzelt. Und dann habe ich es wieder abgewaschen. Und jetzt heute ist auf jeden Fall nicht mehr so eine Misere. Also das ist auch schon mal toll. So, jetzt benutze ich mal die Haarbutter. So, entschuldigt, dass das Bild ein bisschen schief ist. Weil die Kamera hat so eine komische Hülle und deswegen steht das jetzt schief. So. Ah, riecht ganz lecker. Unaufregend. Alverde-Sachen riechen ja oft ein bisschen neutral. Jetzt nehmen wir mal das aber von diesem Deckel her. Wofür braucht man da überhaupt? I don't know. Fühlt sich irgendwie falsch an. War das echt Haarbutter? Nicht irgendwie Körpercreme oder so? Dann kann ich mich nur im Kameradisplay angucken. Bist du überhaupt gut verteilt? Ich hasse das. Ich könnte niemals Friseur sein. Wenn da so die Haare kleben, finde ich mir ganz schlimm. Tada! So. Dein Brennnesseltee. Für schöne Haut.
Jetzt gibt es noch leckeres Frühstück für schönes Gemüt. Ihr Lieben und Schön, ich gehe jetzt endlich mal wieder in meinen Lieblingsladen, denn es wird mal wieder ein DIY gedreht. Ich freue mich so sehr. Ich habe echt, ja, eigentlich habe ich jetzt gerade auch nicht so viel Zeit, aber heute nehme ich mir die Zeit, weil ich so richtig Lust habe, irgendwas zu drehen. Und da könnt ihr gespannt sein auf Samstag. Ich hoffe, ich schaffe es, am Samstag hochzuladen. Aber eigentlich müsste es schon funktionieren, weil wir fahren. Morgen müssen wir nochmal den ganzen Tag Bretter machen. Am Freitagmorgen fahren wir dann los da an die Nordsee. Oder Ostsee, ich weiß es immer noch nicht. und dann kann ich es vielleicht während der Fahrt da schneiden. Also ich hoffe, es kommt Samstag online. Oh mein Gott, Samstag online. Ich bin fertig. Ja, bis gleich. Bis gleich. Während Alex jetzt im Baumarkt ist, setze ich mich an den Computer und schreibe schon mal ein paar Texte für die Webseite, also zum einen, Entschuldigung, für die Startseite und für die einzelnen Artikel im Shop, also weil das wollen wir alles selber machen und das schreibt sich nicht von alleine. Übrigens sind das jetzt meine Haare, wie sie im Naturzustand sind. Also ich habe nur so ein bisschen Zeug reingeknetet und sie so ein bisschen knetend angeföhnt. Hier im Nacken sind sie noch ein bisschen nass. Und ich habe einfach dieses komische Kräuselfrizz. Seht ihr das? Das sind einfach diese ganz gekräuselt. Die sind gar nicht so kurz eigentlich. Ja, okay, teilweise schon. Die sind so kräuselig. Und ich hätte eigentlich auch gerne, dass das nicht so buschig aussieht, aber ohne, dass ich halt viel damit machen muss. Also ich habe keinen Nerven, jeden Tag oder immer nach dem Waschen meine Haare schön zu föhnen, sondern ich würde sie einfach gerne lufttrocknen lassen, aber ohne, dass ich eben ein bisschen aussehe wie Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft. Das ist immer so ein bisschen der Style, den ich da rocke. Wenn jemand von euch diese Haarstruktur hat, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, was ihr macht, damit die so ein bisschen definierter werden. Aber man sie eben trotzdem lufttrocknen lassen kann. Vielleicht gibt es ja eine Technik oder es gibt einen Trick oder es gibt ein geiles Produkt, dass sie nicht so weit oben drauf sind, die dann immer so ein bisschen leicht platt und unten drunter voll schön lockig und ja, ein bisschen struppig. Egal, heute dreht sich ganz schön viel um meine Haare. Die Haarmaske war eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass man jetzt nach dem ersten Mal schon einen Effekt merkt. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass meine Locken mehr jetzt da sind. Allerdings kann das auch am neuen Haarschnitt liegen. Ich habe sie nämlich noch nie lufttrocknen lassen, sondern das letzte Mal habe ich sie geföhnt. Hier sind schon die ersten Sachen, die ich ausgesucht habe. Und ich liebe es einfach in der Farbenabteilung rumzustöbern. Und schaut mal, dieses üble Werbevideo ist so schlimm. Aber diese Stimme ist einfach so übel. Eins, ich färbe das. Zwei, ich mache das. Naja, jetzt gehe ich mal wieder heim. Jetzt geht's endlich wieder los in Keller filmen. Oh, ist das schwer. Neues Vlogging-Equipment. Hey. Das wäre doch mal was, oder? Da hättest du richtig Lust zum Vloggen. Das fände ich super. Toll. Ich sehe aus wie Dr. Emmett Brown nach wie vor. Scheiße, ey. Ja, bei mir trocknet gerade die Farbe im Keller. Ich muss nachher nochmal. Du musst mit runterkommen, weil du mitentscheiden musst, kurz, ob das du das schön findest oder ob wir nochmal was anderes machen. Ich finde das bestimmt schön. Ich finde es schön, was du machst. Okay, wir werden es nachher gleich sehen. Ja. Auf jeden Fall ist ein Paket angekommen. Zeig uns doch mal, was in dem Paket drin ist. Was ist in dem Paket drin? Könnt ihr denken, oh, sie haben Pringles, Millionenpack Pringles bestellt? Nein. Sieht aus wie so eine Wurst oder so, eine Fleischwurst. Das ist ein Flamingo-Sticker. Das ist ein Sticker, die haben wir machen lassen und bestellt und wir haben sie jetzt zu uns bestellt, weil wir wollten sie erst noch sehen und jetzt werden wir sie dann an Sven schicken, zusammen mit den anderen Stickern, genau, die haben wir noch gar nicht gezeigt. Nee. Könnten wir auch noch zeigen. Also das sind Sticker, die werden zu jeder Bestellung hinzugelegt, also in die Verpackung mit rein, mit einer Autogrammkarte, die gibt es dann auch noch. Genau. Ja, wir haben alles selber designt und bestellt und sowas. Falls euch das interessiert, wie man sowas macht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe mir nicht überlegt, darüber ein Video zu machen. Ja. Wie man so... Also mit Zuschnitt und solchen Sachen, damit es dir nicht am Ende was von deinem Bild wegschneidet und so. Genau, und also die werden so dabei liegen. Und damit wir noch ein bisschen Branding auf unserer Verpackung haben, haben wir noch mehr Sticker bestellt, genau. Andere aber. Und zwar sind das so runde Sticker auf Papierbasis, die auf so einem Ding draufkleben, auf so einem Trägerpapier. Und die kann man dann einfach beim Verpacken, klappt man den Karton auf,
Wir haben uns für 100% recycelten Karton entschieden, also Wellpappkarton, der unbedruckt ist, weil bedruckte Farben, also wenn die Kartons bedruckt sind, ist immer noch mal schlechter, weil Farben haben dann halt irgendwie, sind erdölbasiert oder sowas, und das heißt, das sparen wir uns alles, aber damit man trotzdem irgendwie erkennt, hey, das ist von Manda, haben wir uns hier diese Sticker noch machen lassen. Finde ich mega cool. Ich mag die auch. Auch in Illustrator gemacht. Und dieses Muster wird sich so ein bisschen durchziehen durch die ganze Kollektion auch. Und genau. Das ist auch draußen schon zu sehen. Ich bin mega happy. Ich auch, voll. Also und mit dem Flamingo bin ich auch echt sehr zufrieden. Den finde ich richtig schön. Werde ich mir jetzt erstmal auf meinen Computer kleben. Genau. Das ist so ein kleines Update zur Verpackungsfront und zur Stickerfront und so weiter und so fort. Und wie das dann in der Verpackung gelöst ist, das werdet ihr dann alles sehen. Solltet ihr was bestellen, wenn ihr Lust habt. Genau. Ich bearbeite jetzt noch Bilder für den Shop. Und dann filmen wir noch was. Wir könnten mal eine Mittagspause machen. Oh Gott, ist ja halb vier. Es lohnt sich nicht, meine Mittagspause. Das ist echt schlimm. Die letzten Tage, Wochen machen wir selten Mittagspause. Wie ist der Tag rumgegangen? Das ist jetzt aber echt krass. Das ist immer so, jeden Tag gerade. Wow, ich bin echt geschockt. Ich dachte, es ist jetzt vielleicht eins. Nee, es ist halb vier. Ups. Ja, aber dann brauche ich jetzt aber dringend eine Pause. Kein Wunder, habe ich Kopfschmerzen und Hunger. Ha, da klappt natürlich einiges. Scheiße. Ich hab keinen Bock. Ja, ich putze das verdreckte Ispack-Täschchen an Marie. Marie hat mich die ganze Zeit drauf hingewiesen. Und immer so geguckt, du hast es noch nicht gemacht. Boah, das klingt, als wäre ich so schlimm, als wäre ich so... Es war immer witzig. So rumsitzen und mir wäre langweilig und ich hätte es auch selber machen können und würde nur warten, bis du es sauber machst. Nee, es war immer witzig. Was? Ist da doch noch was drin gewesen? Ich hab's dir gesagt, hast du gekocht. Ah, was ist was? Das habe ich nie da rein. Das ist in dem hinteren Täschchen. Guck mal, deine ganzen Tampons hast du da drin gelassen. Eww, was ist denn das? Was ist das für ein Stein, den du da drin hast? Aha. Das ist nicht von mir auf jeden Fall. Das scheint schon einige Jahre da drin zu sein. Ja, schon. Ah, sehr sauber. Leute, jetzt könnt ihr euch bereit machen. Auf! Auf! Das allererste Teil! Das allererste komplette Stück aus unserer Kollektion, und zwar der rosane Flocket Pulli. Toll. Ist er nicht schön? Der ist so kuschelig. Also das ist so ein ganz dünnes Material, aber innen eben so plüschig. So richtig schön plüschig. Genau. Und ich weiß, nee, nichts. Ich mach die ganze Zeit so, als wolltest du ansetzen, was du sagst. Nee, ich habe noch Tomate zwischensehen. Achso, lecker. Genau, hat unsere Bündchen, habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen. Die haben wir übrigens beim Bündchenmacher ausgesucht. Also die wurden extra für uns gestrickt und wir haben uns die Farben ausgesucht. Und dann wird so ein Bündchen irgendwie auf so einer langen Rolle gemacht und dann immer so zugeschnitten und dann gefaltet und dran genäht. Irgendwie so, ne? Ja. Genau. So, und Flocket? Was ist die Message hinter Flocket? Also Flocket ist Flock. Kennt ihr noch von mir, weil ich so blöd war und Vlog nicht richtig aussprechen konnte, sondern immer Vlog gesagt habe in Neuseeland. Und dann hat sich das ja immer so weiterentwickelt. Wir haben ständig irgendwelche Nachrichten mit Vlog, yeah, und Vlog, yeah, Tasche aus Neuseeland und sowas. Und dann sind wir so auf die Idee gekommen, man könnte ja auch schreiben Vlog it statt Fuck it. Jetzt komme ich doch auch mal dazu. Schön. Denn so Fuck it sagt man ja so, wenn man sich nicht so viel Gedanken machen soll oder ah, jetzt scheiß drauf, jetzt machen wir mal was anderes oder keine Ahnung. Und das soll so ein bisschen auch die Message dahinter sein, hinter diesem Vlog it, weil wir würden niemals Fuck it auf den Pulli schreiben. Das ist einfach nicht... Das sind nicht so wir. Nee, wir sind nicht so die so Kraftausdrücke benutzen oder sowas. Aber ich finde, das ist so richtig süß, so dieses Vlog it, und trotzdem bringt es so eine Message rüber. Also wenn man irgendwie, weiß nicht, einen scheiß Tag hatte und dann denkt man einfach, ach, Vlog it, ich lege mich jetzt auf die Couch und jetzt war es gut oder sowas.
Ja. Und auch so in dem ganzen Social-Media-Kosmos, in dem man sich immer so vergleicht und immer so, oh, aber so wie die das macht oder oh, was die und die machen oder der macht, ist auch toll und ich weiß gar nicht so richtig, wer ich bin. Einfach flock it und einfach so sein Ding machen. Genau. Ja, tatsächlich ein bisschen deeper, als man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Genau, den gibt's in rosa und den gibt's auch noch in hellblau. Also für alle, die rosa nicht so mögen. Ich liebe den. Ich freue mich so sehr drauf. Ich bin nämlich ab Ende nächster Woche mit meiner Familie wieder in Frankreich. Jedes Jahr das Gleiche machen wir immer unseren Urlaub. Und das ist so ein richtig gemütliches Ding, wo ich mich freue, den anzuziehen. Abends, wenn man irgendwie noch am Strand ist oder sowas. Ja. Also, finde ich total schön. Ich liebe ihn auch. Ich finde ihn auch richtig, richtig schön. Braun ist und dann die Farbe. Toll! Ja, ist echt cool. Und das Teil, das hast du am iPad gezeichnet, gell? Ja. Genau, das kommt auch dazu. Also das ist meine Schrift. Naja, also so schreibe ich nicht immer, aber da habe ich mir Mühe gegeben. Ja, und mehr Infos gibt es dann auf jeden Fall in Bälde, wenn dann alles fertig ist. Und auf meinem T-Shirt, vielleicht habt ihr es vorhin auch schon gesehen, steht was drauf. Ihr könnt es vielleicht erkennen. In dieser Ausführung wird es, das Teil wird es nie geben. Da haben wir nur den Druck mal getestet. Aber ihr könnt sehr gespannt sein, was damit passiert und sowas. Genau. Mandarini. Also das hat wird auch was. Noch seinen Auftritt. Ja, einiges hat noch seinen Auftritt. Ja. Ich freue mich richtig. Ich mich auch, aber das finde ich jetzt richtig kuschelig. Jetzt können wir nämlich auch die Türen aufreißen und Marie friert mich immer. Bei uns gibt es heute Green Bowl. Deshalb gibt es hier Mangold, der wird gedämpft in unserem Garer. Dann gibt es Brokkoli, Spinacci, hier gibt es Couscous und schwarze Bohnen. Und dazu gibt es noch ein leckeres Süßchen. Süßli. Schaut mal dieses Yummy-Essen an. Es ist so unfassbar lecker. Es ist richtig, richtig gut. Ja, an dieser Stelle beenden wir auch den Vlog, genießen das Essen und essen mal richtig bewusst wieder. Manchmal schlingt man so, finde ich, und dann isst man nicht bewusst, aber jetzt machen wir richtig bewusstes Essen. Jetzt haben wir mal wieder sowas Gesundes, ohne irgendwelche Fertigsachen, sondern alles selber gekocht. Yummy. Genau. Und wir hoffen, dass der Vlog euch gefallen hat. Wenn ja. Und genau, dann dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sagen es einfach mal. Exakt. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Mittag. Abend. Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.